Sie gehört zu den großen Traumreisen dieser Welt. Eine Fahrt mit dem hochluxuriösen Eastern and Oriental Express durch das Herz Asiens. Dieser Zug ist auch eine Zeitmaschine. Umhegt von livrierten Pagen bei Champagner und 5-O'Clock-Tea blicken die Reisenden zurück in eine romantisch verklärte Vergangenheit. Unsere Reise beginnt in Singapur. Im ersten Morgenlicht schimmert die Statue des britischen Offiziers Sir Stamford Raffles, dem Gründer der Stadt. Die Kolonie am Singapore River ist inzwischen über sich hinausgewachsen, aber auch das unabhängige Land pflegt die Baudenkmäler seiner Vergangenheit. Zur gleichen Zeit im Eisenbahndepot von Singapur. Die 19 Waggons des Eastern und Oriental sind zusammengekuppelt und werden gleich langsam in den Bahnhof der Stadt hineinrangiert. Dieser Express rollt je nach Saison ein, zwei oder dreimal im Monat vom Bahnhof Singapur nach Norden in die thailändische Hauptstadt Bangkok. Veranstalter ist ein europäischer, auf Luxusreisen spezialisierter Konzern. Lange vor Abfahrt des Zuges um 11 Uhr treffen die ersten Gäste ein und lassen sich registrieren. Über 50 Stunden wird ihre Reise dauern. Je nach Kabinenklasse haben sie zwischen 1400 und 3000 Euro bezahlt pro Person, Mahlzeiten inklusive. Der zweistündige Flug von Singapur nach Bangkok wäre erheblich billiger, aber hier ist der Weg das eigentliche Ziel. Nur 3 der insgesamt 80 Gäste stammen aus Asien. Europäer sind in der Mehrzahl, darunter vor allem Briten. Der Bahnhof wirkt eher verschlafen. Es verkehren wenig reguläre Züge und nur der private Orient Express bietet heutzutage eine durchgehende Verbindung nach Bangkok. Es geht los. Ein deutsches Ehepaar unter den Gästen werden wir später näher kennenlernen. Die Pagen sind angetreten, Einweisung in die Abteile, das Gepäck ist natürlich bereits dort, das Luxusabenteuer beginnt. Die Lokomotive wie der Schienenstrang gehört den malaysischen Staatsbahnen. Die kassieren Gebühren für den Transport. Draußen singapurianische Vorstadtkulisse, drinnen hochgespannte Erwartungen, wie etwa bei unserem Paar aus Oberbayern, bei Bettina und Michael Oswald. Das ist eigentlich so die perfekte Erinnerung an damals. War ein wunderschönes Erlebnis. Findet man sowas heute nicht mehr wieder. Das muss man einmal gesehen haben im Leben, glaube ich. An damals, was ist damals? Ja, Kolonialzeit. Absolut, so wie man früher gefahren ist. So, was man früher genießen konnte, wie man Reisen genießen konnte. Das gibt es heute nicht mehr. Das ist ein Nostalgiezug. Nicht? Definitiv ein Nostalgiezug. Viel Technik auch zu sehen. Macht Spaß, alles sich anzugucken. Gibt es ja heute nicht mehr. Erster Höhepunkt, die Fahrt über den Damm, der Singapur mit Malaysia verbindet. Dahinter Johor Bahru mit seinen Wolkenkratzern. Gut die Hälfte der knapp 2000 Kilometer langen Reise führt durch Malaysia.
auch eine ehemalige britische Kolonie, die heute zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Ländern Südostasiens gehört. Von der Aussichtsplattform am Ende des Zuges winken die Gäste. Weiter vorn wird gleich der Waggon mit der Bar geöffnet. Zeit für Cocktails. Ulf Buchert ist Manager des Luxus Express. Früher hat er ein Hotel auf Bali geleitet. Dieser Zug, sagt er, hat einen Film aus den 30er Jahren zum Vorbild. Marlene Dietrich, Shanghai Express, fahren in der alten Zeit. Und speziell auch da Shanghai und China sich sehr eröffnet, ist es also wunderbar. Ganz nicht mal asiatisch, das ist das asiatische Feel hier zu diesem Zug. Das Barpersonal stammt, wie alle Pagen und Kellner, aus Thailand. Frage, was ist für Sie an diesem Zug asiatisch? Na ja, wir fahren durch Asien, sagt die Barfrau. Asiatisch, lacht Sofa Hechana, ist das freundliche Personal. Malaysias Eisenbahnsystem stammt aus der britischen Kolonialzeit. Gebaut zur besseren Ausbeutung der Zinnminen und der Plantagen europäischer Pflanzer. Seit 1957 ist Malaysia unabhängig. Viele Stunden lang geht es durch eine tiefgrüne Landschaft. Den Vormittag verbringen Bettina und Michael Oswald auf der Aussichtsplattform. Ihre britischen Mitreisenden sind in der Bar mit den Cocktails beschäftigt. Aber auch sie werden sich bald hier einfinden, zum Blick auf schier endlose Plantagen von Ölpalmen. Einst angelegt von ihren britischen Vorfahren. Das Landschaftsbild Malaysias ist geprägt von der Kolonialzeit. Die Ölpalme war ursprünglich gar nicht heimisch auf diesem Kontinent. Was hier kiloschwer von der Palme gerissen wird, liefert das begehrte Pflanzenöl. Malaysia ist heute der größte Palmölproduzent der Welt. Ein lukratives Geschäft. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts brachten britische Pflanzer die aus Westafrika stammenden Ölbäume nach Südostasien. Die Plantagen wurden nach der Unabhängigkeit von malaysischen Geschäftsleuten aufgekauft und werden mit modernsten Methoden betrieben. Dabei legt man Wert auf weitgehenden Umweltschutz. Plantageneigene Eulen machen den Einsatz von Rattengift überflüssig. Die Vögel halten die Nager auf natürliche Weise unter Kontrolle. Das Ölgeschäft boomt. Anfang des dritten Jahrtausends bringt Palmöl Höchstpreise. Grundstoff für Seife, Margarine, Kosmetika und feines Bratöl. Diese Plantage liefert das Fett für den größten US-amerikanischen Hähnchenbrater und dessen weltweite Restaurantkette. Nach ein paar Jahren ausgelaugte Bäume werden großflächig umgerissen, um Platz für Neupflanzungen zu machen. Früher pflegte man das Altholz abzufackeln, heute schont man die Atmosphäre und zerschreddert die alten Palmen. Das Holz bleibt im Boden, verrottet und wird zu Dünger. Darüber werden die neuen Bäume gepflanzt.
Plantagen wie diese sind weltweit operierende Großunternehmen mit eigenen Forschungsabteilungen. Palmöl gehört heute zu den größten Devisenbringern Malaysias, ein adaptiertes Erbe der Kolonialzeit. Die Vergangenheit wirkt fort in den Ländern des alten britischen Empire. Allerdings bietet sie nicht immer ein so romantisches Bild, wie es die Gäste des Orient Express genießen. Zeit fürs Mittagessen. Gedeckt wird in zwei Speise und einem Salonwagen. Die Oswalds machen sich auf den Weg. Überall prangt nostalgisch edle Holztäfelung. Dabei sind die Waggons nicht wirklich alt. Gebaut 1971 in Japan, waren sie 20 Jahre lang in Neuseeland als normale Reisewagen unterwegs. 1992 kaufte sie die Firma Eastern and Oriental und ließ sie in Singapur in elegantem Fantasiestil ausstaffieren. Inzwischen ändert sich die Aussicht. Die Palmplantagen weichen Vorortsiedlungen. Der Zug nähert sich Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur. Und weil man vom Zug aus nicht viel von der Stadt sieht, werden wir mit der Kamera vorauseilen. Die Twin Towers von Kuala Lumpur, das zweithöchste Gebäude der Welt. In ihrem Schatten lassen sich bisweilen romantische Rituale beobachten. Aus rotweinfarbenem Rolls-Royce steigt der König von Malaysia. Dieses Spektakel ist ein Geburtstagsgeschenk für den König. Syed Sirajuddin, der 12. König des unabhängigen Malaysia, ist an diesem Tag 61 Jahre alt. Als nomineller Oberbefehlshaber der Streitkräfte nimmt er die Parade ab. Die Institution des Königtums wurde erst 1957 geschaffen, als Malaysias neue Verfassung geschrieben wurde. Das geschah in London. Das militärische Ehrenritual folgt ganz eindeutig britischem Vorbild. Urbritisch die Schnurrbärte der Herren Offiziere. Weibliche Offiziere gehen verschleiert im muslimischen Malaysia, aber die Herren halten sich ans europäische Vorbild. Die Aufmärsche sind Britanniens Militärtradition in Reinkultur. König Syed Sirajuddin kennt das alles auch im Original. Er hat an der Royal Military Academy von Sandhurst bei London studiert, der Eliteschule für britische Offiziere. Er ist ein Monarch ohne Macht und seine Amtszeit ist auf 5 Jahre begrenzt. Dann folgt ihm der nächste der 9 Fürsten des Landes. Diese Fürsten tragen den Titel Raja und sind nominell Oberhäupter der malaysischen Teilstaaten. Ein auf der Welt einmaliges System, eine wunderliche Mischung aus britischer Royalty, Demokratie und malaiischer Raja-Tradition. Die Türmchen des Bahnhofs Kuala Lumpur leuchten in der Tropennacht. Ein Kolonialbeamter aus England hat ihn entworfen. Vor 100 Jahren nach indischen Vorbildern. Indien war damals auch britisch. Und hier läuft er ein, der Zug, der jene gute alte Zeit wieder zum Leben erwecken will. Es wird nur ein kurzer Zwischenstopp sein, einige wenige Passagiere sollen noch zusteigen. Gepäck wird gebracht, Reinigungspersonal macht sich an die Arbeit.
In den Speisewagen sind die Tische festlich gedeckt. Gleich nach der Abfahrt wird serviert werden. Manager Ulf Buchert hat zu tun. Ein Gast hat offenbar Gepäck vergessen. Er löst das Problem irgendwie. In den Abteilen hat man sich schon zurechtgemacht für den Abend. Nach den ersten 8 Stunden Zugreise zieht das Ehepaar Oswald Zwischenbilanz. Das hast du noch nie erlebt. Ja? Schön, ist wirklich schön. Man wird ganz schön verwöhnt, ne? Aber wie? Wir haben für uns auch ziemlich... So viel gegessen habe ich in letzter Zeit noch schon lange nicht mehr. Ja, und fantastisch, wirklich ganz gut. Super Kombination aus thailändischer Küche und wunderschön. Köche vertreten sich die Beine. Es wird eine lange Nacht werden im Orient Express von Singapur nach Bangkok. Kisses till a kiss. Sigh is just a sigh. Fundamental things apply as time goes by. Die Bar rauscht durch die Nacht. Pianomann Peter spielt Romantisches. Über den Mann im weißen Dinnerjacket wird viel gemunkelt. Ein echter Earl aus Schottland soll es sein. Gehobene Stimmung in gehobener Gesellschaft. It's nice to actually look back and see what our forefathers used to do when we had. Schön einmal zu sehen, was unsere Vorväter taten, als wir noch die Welt regierten, sagt Roger Dewey aus Lincolnshire. Jetzt regieren wir die Welt ja nicht mehr, aber meine Frau und ich genießen den nostalgischen Blick zurück bis jetzt, sagt er, war es eine wundervolle Reise. Im ersten Morgenlicht pflückt Kalima die zartesten Teeblätter. Sie stammt aus Indien. Schon ihre Vorfahren kamen als Teepflücker hierher, in die Plantagen der Cameron Highlands, nördlich von Kuala Lumpur. Tee mittlerer Qualitäten wird inzwischen maschinell geerntet, aber sonst hat sich nicht viel geändert seit der Zeit, als hier die ersten Sträucher gepflanzt wurden von Briten, versteht sich. Die Manager kommen auch aus Indien. Your bungalows, your the hierarchy system. Die Arbeiterhütten, das Hierarchiesystem, sagt Sulmer Mukherjee, alles weitgehend so wie zur Kolonialzeit. Wir haben den Orient Express für kurze Zeit verlassen, um hier hinaufzufahren ins kühle Hochland von Malaysia. Auch der Hindu-Tempel am Dorf der Plantagenarbeiter versetzt den Reisenden in eine indische Szenerie. Tatsächlich wurden während der Kolonialzeit Hunderttausende von indischen Arbeitern hierher verpflanzt. Inder stellen heute etwa 10% der Bevölkerung von Malaysia. Auch das sind die Cameron Highlands. Frühstückstee auf der Terrasse des Ye Olde Smokehouse, einem Landgasthof in den Tropen, wie er englischer nicht sein könnte. Das Hotel stammt aus den 30er Jahren, gebaut im Tudor-Style, aus der Regierungszeit von Georg V. datiert die Telefonzelle. Das Ye Olde Smokehouse mit seinen Terrassen und Rosengärten ist liebevoll gepflegt und heute auch beliebt bei einheimischen Touristen aus Singapur und Malaysia. Sein Besitzer ist Peter Lee, ein Malaysier mit chinesischen Vorfahren. Er liebt Blumen und England.
Die ersten Rosen hat ein Schotte hierher gebracht, sagt er, aus England. Die Briten wussten zu leben damals. Sie konnten ja nur etwa alle 8 Jahre einmal nach Hause fahren. Darum kamen sie hier herauf, in ihr kleines England, in den Tropen. Abends serviert Peter Lee englische Nationalspeisen, Roast Beef und Yorkshire Pudding. Ist sie nicht etwas merkwürdig, die Begeisterung für den Lebensstil gerade der Nation, die hier den weißen Herren farbiger Völker gespielt hat? Peter Lee hat seine Meinung dazu. Meine Erfahrung mit dem Kolonialismus war nicht so schlimm, sagt er. Wir mussten keinen Krieg für unsere Unabhängigkeit führen. Sicher haben die Kolonialherren ihre Stellung ausgenutzt. Aber generell hat Malaysia eine sanftere Kolonialzeit erlebt, glaube ich. Die Kolonialzeit, sagt er, ist Teil unseres Erbes, kein Grund zur Scham. Dass wir das Erbe bewahren können, macht uns stolz auf uns selbst. Im Orient Express bricht der zweite Tag der Reise an. Zeit fürs Frühstück. Page Chaya Klongyuti aus Bangkok ist schon seit Stunden wach. Er stellt die Tabletts zusammen und kocht den Kaffee. Good morning. Your breakfast ready to be served. Noch immer in Malaysia. Seit 20 Stunden ist der Zug jetzt unterwegs. Nicht einmal 800 Kilometer sind zurückgelegt. Aber um Geschwindigkeit geht es hier schließlich nicht. Für unsere Reisenden der erste längere Aufenthalt. Für einen Ausflug auf die Insel Penang. Penang wurde 1786 die erste britische Besitzung in Südostasien, heute eine Industrieregion. Der mutmaßliche Earl genießt die Überfahrt. Und auch die Oswalds aus Oberbayern freuen sich auf die Hauptattraktion des Tagesprogramms, eine Rikscha-Fahrt. Es geht vorbei an Kolonialbauten und chinesischen Shophäusern. Die Briten hatten einst chinesische Arbeitskulis ins Land geholt. Heute stellen die Chinesen 30% der Bevölkerung von Malaysia. Nicht nur Landschaftsbild und Architektur, auch die ethnische Zusammensetzung des Landes ist von der Kolonialzeit geprägt. Tropenregen rauscht auf den Orient Express, heftig, aber nur kurz. Dann öffnet sich der Blick auf die Kalksteinformationen und die Reisfelder von Nordmalaysia. Es ist nicht mehr weit bis zur thailändischen Grenze. Nach ausgiebigem Lunch frische Luft auf der Aussichtsplattform. Eine asiatische Bilderbuchlandschaft zieht vorüber und ein Nachfahre der einstigen Kolonialherren genießt das nostalgische Ambiente des Zuges. Man sieht, in welchem Luxus die Briten gelebt haben, sagt Barry Curtis. Und wir haben der lokalen Industrie Arbeit verschafft. Mit dieser Nostalgietour geben wir ihnen auch heute Arbeit. Wenn wir vorbeifahren, sagt er, kommen so viele freundliche Gesichter aus den Büschen gerannt. Offensichtlich sind wir willkommen, sagt er. Wir hier im Luxus, sie eher in Armut. Der Zug steht an der thailändischen Grenze. Kellners Risen Chaiwat aus Bangkok
gehört zu denen, die ihren Arbeitsplatz den nostalgischen Neigungen von Europäern verdanken. Ich bin schon seit 10 Jahren dabei, sagt er. Die Arbeitszeit ist länger als in einem Hotel, aber hier treffe ich die High Society. Für die 80 Gäste des Zuges arbeiten 45 Angestellte im Schichtbetrieb. Pagen, Kellner und Köche haben ihre eigenen Schlafwagen. Anfangs hatte ich Angst, aus dem Bett zu fallen, sagt er. In der Hochsaison bin ich 21 Tage im Monat im Zug. Jetzt kann ich zu Hause nicht mehr schlafen. Champagner für die Präsidenten-Suite, die nimmt einen halben Waggon ein und kostet bei Einzelbelegung etwas mehr als das Jahresgehalt eines Kellners oder Pagen. Für die 3-Tages-Tour zahlt die Firma 150 Euro. Der Zug fährt 30 Mal im Jahr, macht im Schnitt 375 Euro im Monat. Das ist für thailändische Verhältnisse viel Geld. Abend kommt, Zeit für den Umbau der Kabinen. Jaya Klongyuti, der Mann, der auch morgens das Frühstück macht, ist ebenfalls seit 10 Jahren in diesem Job. Die ganze Zugbesatzung, vom Manager angefangen, ist offensichtlich ihrem Job sehr treu. Die Arbeit ist ja nicht sehr schwer, sagt Jaya Klongyuti. Es gibt kaum einen Unterschied zur Arbeit in einem Hotel. Wo hat er vorher gearbeitet? Im berühmten Oriental Hotel in Bangkok. Hochbetrieb in der Küche. Auch Chefkoch Kevin Cape gehört seit über 10 Jahren zur Mannschaft des Orient Express. Davor hat er in vielen Top-Hotels gearbeitet, in Europa und Amerika. Gearbeitet wird in 2 winzigen Küchen, jeweils 6 Meter lang und 2 Meter breit. Umso größer sind die Erwartungen an den Chefkoch und seine Truppe. Diese Reise soll schließlich auch ein kulinarisches Erlebnis bieten. Die Infrastruktur ist völlig anders als im Hotel, sagt er. Man muss sehr genau organisieren. Wenn man im Hotel merkt, man hat was vergessen, geht man schnell zum Supermarkt. Wenn du hier etwas vergessen hast, bist du dahin. Bei Zwischenstopps kaufe ich Gewürze, sagt er. Ich habe meine Leute in Thailand, die spezielle Mischungen für mich machen. Nicht so scharf wie im Original, das wäre zu viel für den Geschmack der meisten Leute. Ich brauche sie etwas milder. Kevin Capes Küche mischt europäische und asiatische Elemente. Fusion Food heißt der weltweit im Trend liegende Mix. Wo wäre er angebrachter als in diesem Zug? Auch am 2. Abend der Reise entfaltet sich in den Speisewagen jene gediegene Atmosphäre, die diesen Zug auszeichnet.
drinnen Luxus, draußen Asien. Schnell bricht die Tropennacht herein. 32 Stunden sind vergangen seit der Abfahrt in Singapur. Der Orient Express, jetzt gezogen von einer thailändischen Lokomotive, rollt in den Bahnhof der kleinen Stadt Tung Song. 1159 Kilometer sind zurückgelegt, noch 734 Kilometer bis Bangkok. In Tung Song wird Frischwasser aufgenommen. Manager Ulf Buchert im Abendanzug überwacht die Prozedur. Im Speisewagen ist man inzwischen beim delikaten Dessert angelangt. Draußen auf dem Bahnsteig bietet die Garküche eher Bodenständiges. Thailands Eisenbahnnetz ist etwa so alt wie das von Malaysia. Seit 1923 sind die beiden Länder per Schiene verbunden. Thailand nutzt sein Schienennetz noch immer recht intensiv für regionale Verbindungen. Angelegt wurde es übrigens von deutschen Ingenieuren. Thailand war nie eine Kolonie und ließ sein Eisenbahnsystem selbst bauen von europäischen Experten. In der Bar gibt es Thai-Tanz und wir finden die Bestätigung, der filmende Mann ist tatsächlich ein schottischer Earl mit eigenem Schloss. Der Graf, übrigens ein Großneffe der verstorbenen Queen Mum, weiß Worte wohl zu setzen. And it certainly takes one back to, I imagine, the days when people travelled in this sort of style. And it is a marvelous thing to be able to do in this modern age. Marvelous, sagt der Earl of Strathmore. Der Zug versetzte uns in Zeiten, in denen man in solchem Stil zu reisen pflegte. Ja, sagt der Ex-Offizier, es ist schön, in Singapur und weiter herauf den britischen Einfluss noch immer wirksam zu sehen. So beginnt die zweite Nacht im Orient Express. Wer Gummi ernten will, muss früh aufstehen. Die ganze Nacht ist der Orient Express durch die ausgedehnten Gummibaumplantagen von Südthailand gerollt. Gummipflanzungen werden meist von Kleinbauernbetrieben zusammengeschlossen in Kooperativen. Geerntet wird gemeinsam. Der Gummibaum war ursprünglich nur in Brasilien heimisch. Über England kam er nach Asien. Im späten 19. Jahrhundert das Boomprodukt unter den kolonialen Rohstoffen. Fong Wong Chana ist 63. Seit 50 Jahren arbeitet er in den Gummiwäldern. Der Trick ist, sagt er, nur die Rinde zu ritzen, nicht das Holz. Daraus macht man später nämlich Möbel. Nach dem Ritzen fließt der Kautschuk nur für kurze Zeit. Dann werden die Auffangnäpfchen eingesammelt. Es ist ein Familienbetrieb, sagt Sujin Kwanreon. Mit dem Einkommen kann ich meine Kinder zur Schule gehen lassen. Der Saft wird in der kleinen Fabrik der Kooperative zu Matten eingedickt. Die werden gewaschen, durch die Trockenmangel gedreht
und zum Trocknen aufgehängt. Die Preise für Naturkautschuk sind an der Wende ins neue Jahrtausend rasant gestiegen. Man macht Autoreifen daraus, medizinische Handschuhe und mehr Kondome. Die Brücke am Quai ist die vorletzte Station des Orient-Express von Singapur nach Bangkok. Vor allem die britischen Reisenden sehen die Brücke mit gemischten Gefühlen. Tausende von Engländern und Australiern haben sie gebaut als japanische Kriegsgefangene. Die Japaner hatten im Zweiten Weltkrieg ganz Südostasien erobert bis hinunter nach Singapur. Diese Brücke symbolisiert auch das Ende des britischen Empire. Nach der Niederlage Japans erhielten die Europäer ihre Kolonien zwar zurück, aber das Bild vom übermächtigen weißen Mann war zerstört. Fotografiergelegenheit vom Hausboot für die Reisenden. Die Brücke, so erklärt derweil ein junger Fremdenführer, war Teil der Eisenbahnstrecke, die Japan über die Berge nach Burma bauen wollte. Als Verlängerung der Strecke, die der Orient-Express von Singapur herauf gefahren ist. Im noch immer weltberühmten Film aus den 50er Jahren ist die Brücke am Quai eine Holzkonstruktion. Die gab es auch, aber ein paar Kilometer flussaufwärts. Der Film war sehr frei mit den Fakten umgegangen. Die Strecke nach Burma wurde fertig, aber sie ist nach dem Ende des Krieges wieder verfallen. 16.000 alliierte Kriegsgefangene starben für das japanische Eisenbahnprojekt. Für sie gibt es Soldatenfriedhöfe hier. Die 100.000 toten asiatischen Arbeiter sind irgendwo namenlos verscharrt. Als wir die Welt regierten, da kämpften und starben unsere Truppen überall auf der Welt. Und die feindlichen Truppen, sagt Roger Dewey aus Lincolnshire, starben auch. Feindliche Truppen, sagt er, was heißt das eigentlich und wofür das alles? Der schottische Earl und seine Begleiterin legen Blumen nieder. Und er sagt wenig, aber das sehr schön. Man ist traurig für all die Menschen, die ihr Leben unter solch furchtbaren Umständen lassen mussten, sagt er. Man bleibt still und nachdenklich. Der Orient-Express verlässt den Ort, an dem Britanniens Wille zur Weltmacht zerbrach. Noch 60 Kilometer bis Bangkok. Compartment Service, please, Mrs. Oswald. Good afternoon, sir. How are you, sir? Eine Stunde vor der Ankunft, Zeit für den Nachmittagstee. Michael Oswald zieht für sich Bilanz und ist nachdenklich. Ja, ich gucke seit gestern schon raus und ich sehe sehr viel. Vieles, muss ich sagen, gefällt mir, vor allem im Zug, wenn ich so rausschaue, manchmal nicht unbedingt alles. Also nicht unbedingt alles. Was ist das? Ja, ich hätte mir gedacht, dass es den Leuten insgesamt irgendwie besser geht da draußen. Und ich weiß es nicht, ob es jetzt, ich glaube es nicht, dass es direkt Armut ist oder sowas, aber ich hätte es mir anders vorgestellt. Also der Kontrast zwischen innen und draußen ist ziemlich groß. Der ist riesig groß. Der ist riesig groß. Manchmal hat man ein schlechtes Gewissen dabei. Der Zug taucht ein ins Weichbild der Millionenmetropole Bangkok.
Der Luxus-Express rollt durch die Slums und Shantytowns, die weit ins Umland hineinwuchern. Der Menam, Thailands großer Fluss, wird überquert. Das Stadtgebiet von Bangkok ist erreicht. Bangkok ist nach Singapur Asiens jüngste Metropole. Erst Ende des 18. Jahrhunderts gegründet. Heute die quirligste und am schnellsten wachsende Millionenstadt in Südostasien. Ein Moloch und ein Ort der Bilderbuchexotik zugleich. Die postkartenschöne Goldpracht des königlichen Tempels wurde gebaut, als Thailands Könige längst intensiven Kontakt zum Westen hielten. Ein asiatisches Rokoko. Die königliche Garde trägt Tropenhelme mit Pickelhaube. Keine Kolonialmacht hat je über Thailand geherrscht, aber das Land hat seit 200 Jahren begierig westliche Technik und westliche Stilelemente aufgesogen. Es holte Berater aus England, Deutschland, Frankreich ins Land und der Königspalast ist eine wundersame Mischung aus asiatischer und europäischer Architektur. Der Hauptbahnhof von Bangkok, 1916 eröffnet, gebaut von deutschen und italienischen Ingenieuren. Die Stahlkonstruktion erinnert nicht von ungefähr an Hamburg oder München. Thailands damaliger König ließ sie komplett von deutschen Firmen anfertigen. Der Orient Express läuft ein. 52 Stunden hat die Fahrt von Singapur herauf gedauert. Jetzt geht alles sehr schnell und unzeremoniell. Das Gepäck wird ausgeladen und an die verschiedenen Nobelhotels geleitet, in denen die Gäste des Eastern Oriental abzusteigen pflegen. Letzte Erinnerungsfotos. Gleich werden die Gäste des Luxuszuges im Menschengewühl von Bangkok verschwunden sein. Sie ist zu Ende. Die Zeitreise in jene Jahre, in denen Europa die beherrschende Macht war im tropischen Asien.